Jo, hallo Freunde, wir sind heute wieder am Deutschen Rhein unterwegs. Kurz vor der Schonzeit wollen wir noch mal ein paar Zander ärgern. Heute mal mit dabei, die wir neu im Programm haben, die Striking Caffeine Chats und Rage Swimmer. Geile Sachen, kann man am Jig als auch am Dropshot fischen, falls Sie es heute ein bisschen aktiver wollen oder vielleicht ein bisschen passiver am Dropshot-System, entsprechend hier der Caffeine Chat. Das ist jetzt auch erstmal meine Taktik, mit den Caffeine Chats zu starten. Hab hier die Prism X dabei, 2500er an der Jigger X, 2,70 Meter und an einem Dropshot-System den Caffeine Chat. Und damit will ich es jetzt erstmal versuchen, an der Strömungskante, da vermute ich es jetzt tagsüber. Und ja, wollen wir mal schauen, was so geht heute. Ich drücke uns auf jeden Fall die Daumen, dass wir ein paar Fischer auf die Kamera kriegen. Und ja, nicht lang schnacken, Köder, ab ins Wasser. Also ich habe den Caffeine Chat jetzt hier am Dropshot-System an der Strömungskante stehen. Da die ja jetzt im Winter generell noch ein bisschen träge sind, wir jetzt auch einen Temperatursturz hatten, lasse ich den jetzt erstmal so gut es geht auf der Stelle stehen und zuppel einfach nur leicht mit der Spitze, um dann ganz gut Aktion einzuhauchen, weil der Caffeine Chat, der ist so agil in sich selber, da braucht es nicht die hektischen Bewegungen oder sonstiges, da reichen kleine Bewegungen aus, um denen schon entsprechend gut Aktion einzuhauchen. Schön auf den Caffeine Chat am Dropshot-System reingestiegen, an der Strömungskante stehen gelassen. Ja, so kann der Tag anfangen. Also ich fische heute hier die Jigger X, Rufgewicht 20 bis 60 Gramm. Hat einen besonderen Grund, weil ich jetzt hier direkt an der Strömungskante fische und etwas weiter hinter ein Loch ist. Und da muss ich schon wirklich auf Distanz kommen. Und wenn ich da direkt, also wenn da Fische drin stehen, kriege ich die meistens nach 2-3 Mal ankurbeln, kriege ich dann Biss. Und da brauche ich richtig Wumms. Richtig starke Rute im Rückgrat auf, um den Biss auf dieser Distanz durchzukriegen. Das ist dann auf jeden Fall ein Vorteil gegenüber der Jigger, die ja 15 bis 50 Gramm hat als Wurfgewicht und somit ein bisschen weicher ist in dem ganzen Blank her. Und das wäre dann eher so eine Route, die ich jetzt im flacheren Bereich fischen würde oder bei Niedrigwasser. Aber jetzt, wo schon ganz gut Druck drauf ist und ich halt eben auf Distanzbisse kriege, nehme ich dann lieber die Jigger X mit. Und selbst die Jigger X kann mit einer recht dünnen Schnur auch Gewichte von 10 bis 15 Gramm fischen. Das kriegt die auch hin. Ist natürlich jetzt nicht so stark der Kontakt, dieses kleine Auftocken, wie man es immer in der Spitze merkt, wie bei der Jigger. Aber man merkt es dennoch und man sieht es natürlich auch über die Schnur. Also ist durchaus möglich. Und ja, also jeden, der auf Distanz Bisse kriegen kann, auch an den Strömungskanten, würde ich immer die Jigger X empfehlen, anstatt die Jigger. Und die Jigger, wenn es dann wirklich ein bisschen beruhigter ist oder abends fürs Wobbeln ist sie auch toll. Da würde ich dann die Jigger bevorzugen. Aber sonst jetzt hier an den Strömungskanten, auch im Sommer die Angelei, würde ich dann entsprechend immer die Jigger X nehmen. Und jetzt habe ich einen Hänger, zu viel gequasselt. Dann sieht man nochmal schön die Route in Aktion. Ja, genau. Also jetzt allein mit einem Hänger sieht man es tatsächlich ganz gut, dass sie. Ja, ich sag mal, die ersten fünf Ringe sind gebogen von der Spitze her, aber danach ist sie fast noch gerade. Dementsprechend hat die ein richtig gutes Rückgrat. Ja, und jetzt reiße ich einen Köder ab. Gerade im Winter oder im Frühjahr fische ich sehr gerne die Faulenzer-Methode. Warum, erklärt sich eigentlich fast schon von selbst. Fische sind ein bisschen inaktiver. Dementsprechend führe ich den Köder auch langsamer. Also mein Ziel ist es, ein bis zwei Kurbelumdrehungen hinzukriegen. Je ruhiger der Bereich ist, desto langsamer versuche ich den zu führen, weil da die Zander ein bisschen mehr Zeit haben an der Strömungskante. Da behaupte ich mal, dass das teilweise keine Rolle spielt. Wenn du ein- oder zweimal drehst, wenn du in den Sichtfeld von dem Zander reinkommst, der hat nicht viel Zeit, um zu reagieren und haut sich den dann in der Regel sofort weg. Und
Was eher noch ein bisschen wichtiger ist, ist entsprechend die Position von der Routenspitze, weil da können es tatsächlich zu Problemen kommen, weil ich erwische mich auch immer gerne mal, dass ich die Routenspitze ein bisschen zu hoch halte, weil man hat dann dadurch teilweise einfach ein bisschen besseren Kontakt, weil je tiefer ihr die Rute hält, desto mehr Schnur ist im Wasser und desto mehr kommt Druck da drauf und deswegen ist die Köderführung da teilweise nicht so optimal. Aber der Nachteil ist, je höher man die hält, desto weniger hat man Luft nach hinten, um den Anhieb durchzubringen. Wieder ein Punkt, den ich manchmal mich selber eben auch dabei ertappe, wenn ich halt eben auf Distanz reinwerfe, halte ich die Rute relativ hoch, um wenig entsprechend Schnur in die Strömung reinzubringen, um den Kontakt zu halten. Aber wenn dann der Biss direkt in der ersten Absinkphase kommt, ist es schwierig, den dann zu verwerten, wenn er den sich nicht voll reinnagelt. Also da muss man schon aufpassen, dass man die Rutenspitze entsprechend dann doch ein bisschen neigt, dass man diesen Anhieb immer noch ganz gut durchbekommen kann. Und was ich halt eben auch schon öfter mal gesehen habe, wenn ich mit einem Kollegen angeln war, und man hält ja nicht immer die Rute identisch. Man hat ja immer Unterschiede drin. Und wenn ihr mal unterwegs seid mit eurem Freund und merkt dann entsprechend, ihr fangt nichts und er fängt nicht mal was, schaut mal auf die Rutenspitze drauf, wie er die Rute hält. Und nicht, ich sehe viele gucken dann immer auf die Rute drauf und versuchen quasi synchron zu drehen. Das ist dann meistens nicht der Unterschied, sondern die Position der Rutenspitze. Denn dadurch, dass ihr die Rutenspitze anders positioniert, habt ihr auch einen anderen Winkel. Dementsprechend zieht ihr den Köder auch ganz anders an. Also achtet mal darauf, falls ihr da mal irgendwie so einen Tag habt. Es liegt nicht immer nur daran, dass der andere halt eben einen Meter weiter steht, sondern tatsächlich auch kleine Details wie die Rutenspitze können da echt einen Unterschied machen. Am Dropshot hat also genauso funktioniert, wie ich mir es vorgestellt habe. Ich bin an der Strömungskante stehen gelassen und die Schnur immer so leicht locker gelassen, dann wieder angestrafft, locker gelassen, angestrafft, dann hat er sich ihn eingesammelt. Ja, so kann es auch weitergehen. Gut, ich möchte euch nochmal genauer die Striking-Köder vorstellen, die wir entsprechend jetzt für die Zanderangelei verwenden können. Das ist der eine Seite der Caffeine-Chat, den wir ja gerade schon am Dropshot gefischt haben. Auch erfolgreich, ein Zander kam schon drauf. Aber man kann ihn auch im Offset fischen, man hat ja entsprechend auch eine Kerbe dafür. Oder auch am Jig. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten, den zu fischen. Ist nicht standardmäßig wie ein Pintail, der da nach hinten einfach stur durchgeht. Er ist ein bisschen dicker hinten, was halt eben noch eine kleine Aktion unter Wasser und gerade in der Strömung für verführerisches Spiel sorgt. Also für den Dropshot, so wie es heute Morgen ja auch geklappt hat, optimal, aber auch halt eben für andere Führungsarten. Des Weiteren habe ich hier den Rage Swimmer. Durch die Kerben an den Seiten hat er ordentlich Druck, hat auch ein ganz gutes Eigengewicht, sodass man sogar weightless fischen könnte. Aber ich würde ihn jetzt gerade auch gegen Abend mit 5 Gramm fischen. Ähnlich wie unseren Spiky Shad, den ich ja nachts auch schon sehr erfolgreich fische, werde ich diesen genauso ausprobieren, weil der macht ganz schön Alarm und durch seine Masse kann man ihn auch relativ flach führen, weil das Wasser ihn halt eben nach oben drückt und da denke ich, dass das gerade für nachts auch ein richtig guter Köder sein kann. Wo wir gerade schon bei nachts sind, hätten wir hier den KVD Jerkbait in der 200er Größe. Super Minnow, läuft auch nicht tief, um die 2 Meter ist ungefähr die Lauftiefe und je nachdem wie man ihn führt, auch anhand der Rutenspitze kann man ihn auch noch flacher führen. Ist wichtig, gerade wenn man in die Steinbereiche kommt. Aber ich muss sagen, ich hatte auch einige Steinkontakte gehabt. Die Schaufel sieht noch aus wie am ersten Tag. Also sehr stabiles Material, kann also einige Steinstöße ab. Dementsprechend kann man auch mal verführerisch über die Steine twitchen, sodass da auch entsprechend im Sommer gut Zander mit abzugreifen sind. Aber halt eben auch monoton geleiert wird er auch seine Stärken entfalten können. Hier ist noch Rasseln sind hier noch drin, könnte durchaus doch einen Anreiz bringen, aber jetzt im Fluss spielt das keine Rolle, ob das Rasseln drin sind oder nicht. Wenn der Zander da steht und Bock drauf hat, wird er sich dann auch reinziehen. Den gibt es auch noch in der 300er Version mit 3 Drilling, ist noch ein kleines Stückchen größer, aber ich denke jetzt hier in der Größe, gerade nach der Schonzeit, wird das ein ganz guter Köder sein und vor allen Dingen jetzt werden wir auch heute Abend noch mal damit versuchen, ob wir jetzt noch
ein paar Flachräuber damit abgreifen können. Und somit denke ich, dass Striking da auch gerade für die Zanderangelei, für die unterschiedlichen Rigs, sowohl auch hier den Rage Swimmer mit dem ganz normalen Jigkopf, auf jeden Fall viele Varianten bietet, womit wir den Zander nachstellen können und somit eine Alternative bietet zu altbewährten Ködern wie jetzt der Slick Shed oder Zander Pro Shed und somit den Zander mal was bieten, was er vielleicht noch nicht kennt. Also die Bisse kamen jetzt alle in der Phase, wo ich die Rutenspitze jetzt nach unten gesenkt habe und dadurch habe ich jetzt die Schnur, nicht wie es üblich beim Zanderangeln ist, auf Spannung, sondern einfach schlaff und somit ist der Köder nahezu schwerelos und was passiert, wenn ich die halt eben nach unten senke und die Schnur schlaff wird, ist, dass der Köder leicht ausbricht und das ist dieser Moment, wo der sterbenden Fisch imitiert und in dem Moment kam der Biss. Ja, selbst der Kameramann fängt auf den Köder. Momentan echt krass, wie der hier läuft. Und nachdem Marcel hier schon einen nach anderen rausgezaubert hat, dachte ich mir, ich muss auch mal einmal an die Rute ran. Und zack, sofort zweiter Wurf. Da ist der Kollege, wie gesagt, wieder auf den Chartreuse. Caffeine Chat. Und ich würde sagen, weiter geht's. Ja, Petri. Danke. Ja, man sieht jetzt, die Sonne ist rausgekommen. Könnte schon meinen, fast ein perfekter Tag für ihn. Eigentlich nur noch größere Zander, nicht nur die Kinderstube. Aber jetzt der Sonnenschein ist natürlich jetzt wieder eine andere Gegebenheit. Jetzt müssen wir gucken, worauf sie jetzt Bock haben. Wir haben sehr klares Wasser. Gerade nach dem Hochwasser ist die Trübung ganz schön rausgegangen. Aber ihr habt gesehen, selbst bei so einem klaren Wasser ist eine Chartreuse-Zitronenfarbe wie der Kaffeenschett, den wir jetzt hatten, ein Erfolgsgarant. Weil ich vermute mal, je tiefer der kommt, desto mehr geht er ins Grünliche rein, was dann durchaus den Barsch imitieren könnte. Also müssen wir mal schauen, ob das jetzt noch weiterhin das Maß aller Dinge ist. Oder doch etwas hellere, natürlichere Farben, wie jetzt hier der Rage Swimmer, den hatte ich jetzt in so Salt and Pepper mal versucht. Aber die mögen wir wahrscheinlich eher so eine Art Pintail, dieses Ausbrechen, hast du mit dem jetzt hier weniger gegeben. Deswegen versuche ich jetzt den anderen nochmal. Und wir haben auch noch einen Special-Köder dabei, ist hier so ein Wurm. Und der, ja, der ist so, geht ins Bläuliche rein, also auch schon etwas natürlicheren Farben. Und mal sehen, vielleicht haben sie darauf ja Bock. Müssen wir mal gucken, ein bisschen experimentieren und vielleicht bleiben wir auch ja, einfach beim Caffeine-Chat, weil sie da Bock drauf haben. Den Chimmy Stick funktioniert auch. Natürlichere Farbe, wie wir es ja gerade angekündigt haben, wollen wir was anderes probieren. Und es funktioniert. So, jetzt warte mal kurz. Die Nudel aus dem Maul holen. Ja, der Chimmy Stick hat jetzt den schönen Zander hier gebracht. Etwas größer als der andere. Und Köderführung war genau die gleiche. Wieder stehen gelassen, absinken lassen. Darauf scheinen die heute zu stehen. Aber nur bei den eher Low-Action-Sheds, also Caffeine-Shed oder Chimistik, ja, wollen wir den mal schnell befreien. Ja Leute, ich habe jetzt hier auf den Chimistik gefangen, habe Smoky-Shed. Genau das, was wir gerade eigentlich gesagt hatten, etwas natürlicher. Oben sieht man diese Flakes hier entsprechend super von der Sonne dann reflektieren. Und von unten weiß, schön Kontrast dann, super. Dass das jetzt so schnell geht, hat mich jetzt auch ein bisschen gewundert. Es ist eigentlich eher ein untypischerer Zanderköder, aber eigentlich nichts anderes als ein Pintail in der Hinsicht. Mögen es doch ein bisschen gemächlicher heute. Haut voll rein, also super. Die Striking-Produkte schlagen hier richtig ein, die Zander haben richtig Bock darauf. Und ich habe auch die Slick-Sheds dabei, Zander Pro-Sheds.
Und das läuft aber gerade so geil hier auf Dropshot. Also ich werde jetzt noch mal ein bisschen mit angeln. Die Dämmerung ist angebrochen, da kannte ich die beste Zeit für Zander. Es hat eine ziemlich lange Dürreperiode gehabt, kein Biss mehr bekommen, gar nichts mehr. Und jetzt kam gerade der erste, der leider verklappt. Lässt mich jetzt hoffen, dass vielleicht nochmal eine kleine Beißphase einläutet. Und angel jetzt gerade mit dem Zander Pro Shell und dem Klassiker. Für abends noch ein bisschen Druck machen. Und ja, mal gucken, vielleicht gleich noch, wenn dunkel ist, nochmal ein, zwei Würfe mit dem KVD 300 oder 200. Den ich euch vorhin ja schon kurz gezeigt habe und ja, ich denke, dann können wir auch zufrieden sein, selbst wenn jetzt nichts dabei ist. War ein cooler Tag gewesen und ja, mal sehen, was jetzt heute noch geht, heute Abend, und schauen wir mal. So. Gummifisch kam jetzt nichts mehr, auf Dropshot auch nicht mehr. Ich werde jetzt umschwenken auf den KVD 200. Ist ein flachlaufender Minnow und den werde ich jetzt mal an der Steinkante entlang führen, so wie ich euch das ja schon in den vorherigen Videos mal einmal gezeigt habe. Und bin mal gespannt, ob jetzt noch was auf den Minnow geht. Und falls nicht, werde ich das auf jeden Fall im Sommer nochmal genauer unter die Lupe nehmen, weil der wird auf jeden Fall Fisch bringen. Das weiß ich, das garantiere ich euch. Und genauso wie jetzt hier der Rage Swimmer, den hatte ich ja vorhin schon einmal gefischt gehabt, kam jetzt nichts drauf, aber ich weiß, dass der auch funktionieren wird. Vor allen Dingen, wenn ich den führe, so wie ich den jetzt hier am 5 Gramm Kopf habe, mit dem Spiky Shad, den kann ich auch so mit flach über die Steine führen. Also die beiden werde ich jetzt nochmal antesten und das wird dann auch heute unser Abschluss sein. Ich hoffe, ich kann es mit dem Fisch beenden und ansonsten denke ich, dass wir trotzdem einen geilen Tag gehabt haben und ja. Gucken wir mal, ob uns jetzt noch ein Fisch gnädig ist und ja, machen wir das Beste draus. Abfahrt. Abfahrt. Leute, war ein geiler Tag gewesen. Leider kam jetzt nichts mehr auf den KVD 200. Aber ich muss auch ehrlich gestehen, ich bin einfach richtig platt, habe Rückenschmerzen von der Buhne und deswegen haben wir jetzt auch nicht mehr länger gemacht. Das lassen wir jetzt einfach gut sein. Seid gespannt auf ein Sommervideo, da kommt auf jeden Fall nochmal eins mit dem KVD 200, 300 und mit den Rage Swimmer. Und ich garantiere euch, so wahr ich jetzt hier stehe, das wird Fisch geben. Aber ich denke, ich konnte euch heute schon den Caffeine Chat näher bringen und unseren geliebten Wurm. Shimmy Stick. Shimmy Stick, genau. Ah, ich habe immer Smoky Shad im Kopf. Shimmy Stick. Farbe Smoky Shad. Genau. Das waren auf jeden Fall heute unsere Bringer gewesen am Dropshot-System. Am Anfang war es ein bisschen zäh. Auch mit dem Zander Pro Shad hatten wir jetzt noch ein bisschen bekommen, aber sehr zaghaft. Und Dropshot war heute auf jeden Fall das Mittel zum Erfolg. Und ja. Checkt die Köder aus. Ihr habt die entweder bei mir im Profil oder auf foxedge.de. Seht da oben die Marken schön Striking. Checkt die Produkte aus. Abonniert den Channel von Foxedge und von Striking. Und ja, freut auf euch richtig geile Produkte auf dem europäischen Markt. Und das, ich denke, ist schon eine kleine Revolution, weil das kennen die wenigsten Zander hier oft, in den deutschen Gewässern und auch in den niederländischen Gewässern. Damit habt ihr auf jeden Fall noch einen Joker in der Hinterhand. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Einen richtig geilen Tag wie ich mit dem Julian zusammen. Und ja, lasst ein Abo da und schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr dann im Sommer
von den Ködern erwartet oder irgendwelche Striking-Köder, die ihr euch interessiert, die ich euch gerne noch präsentieren kann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Du bist so süß. 4-Chat. Am Dropschutzsystem reingestiegen, an der Strömungskante stehen gelassen. Ja, so kann der Tag anfangen.